Gehörst du auch zu den Leuten, die die größte Lüge der Landwirtschaft glauben? Die Katastrophe begann vor über 170 Jahren und ist auch ein Zeichen dafür, wie zerstörerisch unsere heutige konventionelle Landwirtschaft eigentlich ist. Begonnen hat das Ganze mit dem Forscher Justus von Liebig, der sein Hauptaugenmerk auf die Chemie setzte. Eine Disziplin, die sich vielmehr auf die einzelnen Bestandteile anstatt das Leben auch dahinter mit zu berücksichtigen und zu orientieren. Wir Menschen bestehen zum Beispiel aus gut 70% Wasser, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und etwas Mineralstoffe. Darunter Kalium, Calcium, Magnesium oder auch Eisen, die halt in der Chemie dessen vielen verschiedenen Erscheinungsform einfach zusammengefasst werden. Allerdings wirst du auch hiermit wahrscheinlich zustimmen, dass wir Menschen ja mehr als diese Bestandteile sind, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Da fehlen ja die einzelnen Qualitätsmerkmale, wie das alles miteinander harmoniert und wie das auch alles reibungslos in Prozessen abläuft. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch hier für die Pflanzen und auch für unsere Bodenwelt, die leider in unserer Landwirtschaft oft eine untergeordnete Position einnimmt. Die Theorie geht davon aus, dass Pflanzen anorganische, also tote Stoffe, in lebendige Stoffe umwandeln können. Heißt, dass sie in der Verwesungsschicht Humus mit Hilfe von Wasser die entsprechenden Nährstoffe für ihr Wachstum aufnehmen können. Welche Stoffe dabei essentiell sind, lässt sich mit folgender Methode einfach herausfinden. Man verbrennt einfach die Pflanze und guckt, was halt in der Asche an Mineralstoffe übrig bleiben. Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil für das Pflanzenwachstum. Ich denke, das wissen wir Gärtner alle. Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob diese organisch verfügbar gemacht wird von Bakterien, die halt hier zum Beispiel Pflanzenteile umsetzen, oder ob wir das künstlich dem Acker hinzufügen. Was kann denn schon dabei passieren, wenn wir einfach synthetische Sachen einfach in die Natur rauswerfen? Wasserverunreinigungen, erhöhte Treibhausgasgase, Dezimierung der Mikroben, Schaden der Wurzelschleimhaut der Pflanzen, Stoffe, die so in der Natur nicht vorkommen würden, wie freies Nitrat. Zumal für sehr viele synthetische Stoffe auch sehr viel Energie und auch Hitze benutzt wird, wofür die Natur wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte benötigen würde, um halt diese Stoffe herzustellen. Einmal in die Natur ausgebracht, werden diese Stoffe für uns unkontrollierbar, und die letzten Jahrzehnte wurden auch gut 70 bis 100.000 synthetische Stoffe raus in die Natur befördert. Zumal diese Stoffe Reaktionen und neue Verbindungen mit anderen Stoffen eingehen, und bei diesen 70.000 synthetischen Stoffen, die wir zum Beispiel hergestellt haben, ergibt sich dann die Möglichkeit von 2,5 Milliarden Stoffen, von denen wir nicht wissen, welche Auswirkungen sie vielleicht bei uns in einem natürlichen Kreislauf auf Mensch, Tier und Pflanzen haben. Die Befürchtung bei den Genpflanzen, und wenn wir die in die Natur ausbringen, dass die sich einfach mit unseren Kulturpflanzen kreuzen und wir auch nicht wissen, was da passiert, können wir auch bei den synthetischen Stoffen anwenden. Sie verteilen sich über die Luft, über die Erde, über das Wasser, über die Mikroben, über Pflanzen, Tieren und Menschen. Haha, ist doch alles nicht so schlimm, wenn wir chemische Stoffe rausbringen. Die sind doch harmlos, die werden in kürzester Zeit inaktiv, abgebaut und stellen auch keine gesundheitlichen Probleme für uns dar. Naja, es dürfte etwas aufwendiger sein, die Schädlichkeit dieser Stoffe und auch die Menge in menschlichen Organismen, in Säugetieren und auch in Pflanzen festzustellen. Also zum Beispiel bei Säugetieren, wie wir Menschen auch zum Beispiel sind, ist es halt so, dass halt die Leber jedes Gift versucht zu neutralisieren, indem sie es halt inaktiv macht und wasserlöslich versucht, über den Urin dann weiterzugeben und auszuscheiden. Allerdings ist es halt so, wenn es zu viel wird, die Leber auch überfordert ist oder auch momentan nicht die Zeit dafür hat, dann wird auch einiges ins Fettgewebe eingelagert. Jetzt kann es auch passieren, dass diese Gifte, die sich im Organismus eingelagert haben, zum Beispiel auch über die Muttermilch an unsere Säuglingen und nachkommende Generation weitergegeben wird. Lecker Cocktail. Einmal eine Runde Roundup, bitte. Pflanzen hingegen lagern die Gifte in ihren Zellen ab, um sie dort unschädlich zu machen. Ich vermute, dass die Pflanze genauso wie der menschliche Organismus handeln wird und die
Gifte nicht alle gleichmäßig verteilt, sondern hier Depots bildet und sozusagen einen Stauraum daraus macht. Von da ist halt so eine Untersuchung, wenn man jetzt Lebensmittel aus dem Supermarkt nimmt oder auch Früchte und die guckt, wie stark denn die belastet sind, dass es vielleicht nicht ganz so aussagekräftig ist, wie groß denn die Giftbelastung, die Belastung im Allgemeinen für die Pflanze ist, weil da müsste man alle Pflanzenteile genauestens untersuchen und da wäre dann der Kostenaufwand oder der Aufwand im Allgemeinen sehr enorm. Beispielsweise fand man in Schwammerl ein Halmverkürzungsmittel, was recht unlogisch und wenig Sinn macht, weil dieses Halmverkürzungsmittel kommt im Getreideanbau zunutze. Also wie kam dieses Mittel in den Pilz hinein? Nun ja, über das Stroh, in dem der Pilz kultiviert worden ist. Die Pilze tun ja auch hier organisches Material aufschließen, auch die Stoffe, die dort in dem Stroh gebunden sind, aufgebrochen und das hat dann der Pilz aufgenommen. Die Zerstörung unserer Böden durch die Landwirtschaft. Wir bringen synthetische Stoffe als Dünger hinaus, nutzen Gift, um unsere Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Wir haben eine immens starke Bodenbearbeitung und auch Bodenverdichtung. Die Folge daraus, unsere Böden nehmen immer mehr an Fruchtbarkeit ab und unsere Ackerböden sind dann auch mehr in einem halbfaulen Zustand, was auch in sehr vielen Gärten wahrscheinlich auch der Fall ist, was halt dann daraus resultiert, dass wir schwache Pflanzen herausbekommen, die sehr anfällig für Schädlinge und Krankheiten sind. Und was nutzen dann die meisten Leute? Einige nutzen dann genau wieder die gleichen Präparate, synthetischen Dünger und auch wieder die Chemiekeule und der Kreislauf schließt sich wieder, anstelle halt den Boden zu pflegen, so wie es halt in der Natur vorgesehen ist. So haben wir einen endlosen Teufelskreis, bis dann überhaupt nichts mehr geht. So zerstören wir das wertvolle Erbe unserer Vorfahren, unsere Lebensgrundlage, der fruchtbare Boden. Außer die Menschen fangen an, ohne Essen und Trinken auszukommen, von Luft und Liebe zu leben. In unseren Ackerböden ist ja auch kaum Bodenleben mehr vorhanden. Ungefähr 1% ist dann nur noch aufzufinden. 4% organisches Material, welches eigentlich als Futter für das Bodenleben dienen würde. Und 96% synthetische, künstliche Mineralstoffe. Beziehungsweise Mineralien im Allgemeinen. Ein fruchtbarer Boden sollte eigentlich ein anderes Verhältnis haben. 65% organische Substanzen. Davon nährt sich dann das Bodenleben, was dann ungefähr gut 20% ausmachen sollte und die Mineralstoffe dann die letzten 15%. Einen solchen Acker könnten wir auf einem Hektar gut 10 Tonnen Bodenleben finden, was gut 100 Schlachtschweine ausmachen würde. Es ist das Bodenleben. Das Bodenleben, welches den natürlichen Kreislauf der Natur nachahmt bzw. vorlebt, genau wie Tag und Nacht, Regen und Sonne, die vier Jahreszeiten, Trockenzeit, Regenzeit. Ein Baum bildet sein Blattwerk mit Hilfe der Mikroben und auch mit dem fruchtbaren Boden, also auch die Mineralien und Nährstoffe, die dort vorhanden sind, um halt hier die Blätter zu entwickeln. Und im Winter wirft er diese wieder ab und das bildet wieder Futter und neue Grundlage für das Bodenleben, weil auch hier wieder der Kreislauf geschlossen ist. Die Mikroorganismen machen erstmal diese Mineralstoffe verfügbar und es ist sehr wichtig, dass sie in lebendiger Form verfügbar sind. Die Humusschicht ist mehr als eine Verwesungsschicht oder eine Schicht von totem Material. Die Humusschicht ist eine Umsetzungsschicht. Aus Leben wird wieder neues Leben entstehen. Das heißt, es stirbt eigentlich nichts, es wird nur in anderen Formen umgesetzt. Die Zellen der Pflanzen oder auch bei uns Menschen bilden beim Eintritt des Todes eigene Bakterien von innen heraus, die für den Umsetzungsprozess zuständig sind. Das nennt man Remutation. Das machen zum Beispiel die Chloroplasten und auch die Mitochondrien. Beispielsweise zeichnet dein Körper das Zeitige und du wirst begraben. Die Mikroben fangen an, dieses organische Material, also in dem Fall dein Körper, umzusetzen. Es entsteht hier neues Leben. Da wird dann wahrscheinlich zum Beispiel ein Baum reingepflanzt, wie es ja früher Tradition beispielsweise war, oder ein Samen. Und die Pflanze und die Mikroben, die halt dann bei dir entstehen, sorgen halt dafür, dass dann die Pflanze zum Wachstum angeregt wird. Das heißt, jetzt kommt der Mindfuck, dein Körper setzt sich um, die Bakterien, das neue Leben, deine alten Zellen wandeln sich um in die Zelle des Baumes. Also bist du
der Baum. Wie ernähren sich eigentlich unsere Pflanzen? Die Mineralstoffe müssen einfach nur wasserlöslich sein und die Pflanze muss es einfach nur übers Wasser aufnehmen. Reicht das wirklich, dass wir einfach Pflanzen in einer Wasserlösung ohne Erde wachsen lassen? Da fehlt etwas Wesentliches. Kein totes Mineral, auch bei uns Menschen. Kleiner Seitenhieb gegen die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Du brauchst Mikroben und auch Enzyme für die Lebendigkeit. In der Wasserlösung wirst du auch zig Bakterien, zum Beispiel Algen oder auch Plankton finden, die die Pflanze bei ihrem Wachstum unterstützen. Und im Boden hast du halt hier andere unterschiedliche Mikroorganismen, die auch kaum von uns erforscht worden sind. Da gibt es zahlreiche Mikroben, die wir ja heute noch nicht kennen. Die Pflanze macht Endozytose. Sie streckt ihre feinen Wurzeln heraus, die wir uns bildlich wie unseren eigenen Darm bzw. Darmzotten vorstellen können. So stülpt auch die Pflanze ganze Partikeln auf Mikroben, Aminosäuren, Proteine und auch Mineralstoffe. Letztere bringen auch die Mikroben mit. Die Pflanze hat auch zwei Wurzelsysteme. Einerseits dieses feine Wurzelsystem, was ich dir gerade erklärt habe, wo sie die Pflanze Endozytose betreibt, und ein Wurzelsystem, welches für die Wasserversorgung und Transpiration der Pflanze zuständig sein wird. Durch die chemischen Mineraldünger werden auch die feinen Wurzeln, welches die Pflanze zur Ernährung benötigt, beschädigt und zerstört. Die Welt der Bakterien ist ja sehr groß, aber grundsätzlich kannst du dir Folgendes vorstellen. Hast du eine Fäulnis, dann findest du dort Fäulnisbakterien. Findet eine Gärung statt, dann hast du Bakterien, die halt hier die Gärung verursachen, also Gärungsbakterien. Findet eine Stickstoffsynthese statt, dann hast du Stickstoffbakterien. Für die Humusbildung hast du Milchsäurebildner. So, es gibt verschiedene Stoffwechselprozesse im Boden. Einerseits die Fäulnis, die wollen wir als Gärtner vermeiden. Ist ein Milieu, welches giftig und stinkend und übelriechend ist, kennen wir beispielsweise vom Grasschnitt oder auch von der Gülle. Eine Heißrotte kann auch zu den Fäulnisprozessen dazugezählt werden. Habe ja ein Video dazu gemacht, warum ich zum Beispiel Kompost nicht mehr aus den Kompostwerken nutze. Das ist zum Beispiel ein Hauptgrund dafür. Video werde ich hier oben in der Infobeschreibung verlinken. Eine Fäulnis bekommen wir auch schnell zustande, wenn zum Beispiel unser Boden stark verdichtet wird, es regnet und das Wasser nicht abfließen kann. Das habe ich zum Beispiel bei den Ackerfeldern jetzt beobachtet, wo der ganze Schnee weggetaut ist, dass dort das Wasser steht. Grundlage für Fäulnis. Die Verrottung hingegen ist ein langsamer Prozess, den wir auch im Garten kennen. Beispielsweise wenn wir Mulch benutzen oder auch unseren eigenen Kompost. Da kommt dann letztlich eine sehr schöne Erde und wenn du halt daran riechst, dann riecht es halt wie der Wald. Richtig schön und himmlisch. Noch zu erwähnen, dass ein fertiger Kompost nicht ganz zu empfehlen ist für deine Pflanzen. Eher ein halbfertiger Kompost, wo halt noch Mikroben und Regenwürmer drin sind, weil davon leben deine Pflanzen. Deshalb immer halbfertigen Kompost vor fertigen Kompost. Und die Fermentation, welches wir aus Sauerkraut, Grassilage oder auch Bokashi kennen. Dort wird mit Hilfe von den Milchsäurebakterien der dort befindliche Zucker in Enzyme und Milchsäure umgewandelt. Und das ist sehr wichtig für den Humusaufbau. Was gehört zu tun? Sei es Landwirtschaft, Permakultur, Selbstversorgung oder auch dein eigener Garten. Ganz klar den natürlichen Kreislauf schließen. Du kannst auch zum Beispiel Bokashi nutzen und auch hier Fleisch und Milch und gekochte Rückstände mit beigeben und diese auch vorfermentieren. Dann kannst du sie dann ganz einfach auf den Kompost oder auch eine Beete einarbeiten, ohne Probleme, dass auch Ratten kommen. Video dazu habt ihr hier oben verlinkt, weil die Sachen ja nicht einfach so auf den Kompost geworfen werden sollen. Sonst sehr wichtig, Mulch, um einfach auch hier die Natur zu simulieren und auch gleich die Nahrung für deine Pflanzen zur Verfügung stellen. Also Grasschnitt, Holzhäcksel für die Pilze, Laub momentan im Winter. Auch verschiedene Küchenreste nutzen. Ich nutze sehr gerne den Trester von meinem Entsafter. Nutze auch Regenwasser, wo auch Algen und Plankton mit dabei ist. Da gibst du deinen Pflanzen auch einen ordentlichen Schub. Du kannst auch erdisieren, das heißt, du machst ein größeres Loch neben deinen Sträuchern und auch Obstbäume und wirfst halt dort das organische Material rein. Das kannst du auch mit Hochbeeten machen. Video dazu habe ich auch in meinen verschiedenen Beetarten angesprochen. Findest du auch hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Du kannst auch deine Küchenreste in einem Hochleistungsmixer oder mit einem Pürierstab mixen, nimmst dann einen Siebbeutel und tust dir dann
da durchpressen, damit du halt nur noch den Saft hast und damit begießt du halt dann auch deine Pflanzen. Wunderbare Dünger für deine Pflanzen und den Trester kannst du dann auch zum Beispiel als Mulch wieder nutzen. Das ist der natürliche Kreislauf der Natur, von dem deine Pflanzen enorm profitieren werden. Dein Ertrag wird sich steigern, du hast viel weniger Pilzkrankheiten oder Krankheiten allgemein und auch viel weniger Schädlinge, weil du halt kräftige Pflanzen hast. Schädlinge ist einfach nur ein Anzeichen dafür, dass etwas im Ungleichgewicht ist oder auch im Fall von der Schnecke, dass sie einfach schwaches Material loswerden möchte, weil halt in der Natur immer darauf aus ist, dass halt der Stärkere gewinnt, weil dadurch die Nachkommenschaft gesichert ist. Pervin Pommeresche zum Beispiel in seinem Buch Humusphäre hat das auch in einem Experiment deutlich gemacht, wo er auf einen Quadratmeter 18 Kilogramm Zwiebeln ernten konnte. Wie viel ich in einem Jahr im Garten meiner Eltern ernten konnte, Video findest du auch hier oben oder auch unten verlinkt, dürfte auch für dich sehr spannend. Die Azteken und auch andere Hochkulturen wussten um die Wichtigkeit des Bodenlebens Bescheid. Am Texcoco-See entstand eine Stadt für rund 300.000 Azteken, die sich alle mit ihrer dort befindlichen Landwirtschaft ernähren konnten. Und das war zu der Zeit viermal größer als das damalige London. Das erreichten sie damals mit ihren schwimmenden Gärten, barfuß, ohne große Technologie oder auch synthetische Stoffe, sondern mit der Natur gearbeitet. Unsere heutige Landwirtschaft hingegen arbeitet mit einem sehr hohen Energieeinsatz, nutzt Maschinen, nutzt synthetische Sachen zur Düngung und auch sehr viel Pflanzenschutz, Pflanzenvernichtungsmittel, dessen Konsequenzen halt einfach sehr weitreichend ist. Denn es gibt den horizontalen Genaustausch. Nehmen wir mal an, du bist der Bauer Sepp, der halt Biozide auf seine Kartoffel sprüht. Diese Biozide bleiben ja nicht nur an deinen Kartoffelpflanzen, sondern töten ja auch andere Pflanzen, gehen aber auch in den Boden, töten da noch ein paar Mikroben, aber auch einige, die halt dieses Biozid wieder aufnehmen. Die Mikroben mit dem Gift können dann auch wieder von Pflanzen mit aufgenommen werden und die Pflanze lagert es sich halt bei ihr in den Zellen ein. Und jetzt kann es halt dann passieren, dass halt irgendwelche Tiere oder auch wir Menschen kommen, die Pflanzen essen und auch diese Gifte dann wieder mit aufnehmen. Manche Tiere sterben vielleicht daran, wir Menschen jetzt nicht unbedingt. Bei uns wird es dann halt eingelagert. Bei uns ist dann mehr so ein schleichender Tod, den wir ja gar nicht so wahrnehmen, weil es halt über einen längeren Zeitraum da ist. Das ist nämlich das Verheerende daran. Weitere Problematik kommt dann in der Lebensmittelindustrie, dass halt nicht nur die giftige Pflanze oder giftige Pflanzenbestandteil genommen wird, sondern auch daraus Lebensmittel hergestellt werden, zum Beispiel Fastfood oder Fertigsachen, wo halt dann nochmal weitere Konservierungsstoffe und giftige Chemikalien mit beigemischt werden, die du halt auch mit aufnimmst, zum Beispiel Konservierungsstoffe. Was genau machen denn Konservierungsstoffe? Sie machen die Haltbarkeit länger. Das bedeutet einfach für die Lebensindustrie, dass halt hier die Lebensmittel nicht so schnell verderben, hat auch rechtliche Konsequenzen, damit halt du hier nicht so schnell gesundheitliche Probleme zum Beispiel bekommst und auch hier Konzerne oder Unternehmen verklagen kannst. Die Haltbarkeit verlängern bedeutet einfach nur, dass hier diese dort befindlichen Mikroorganismen getötet werden, weil sie ja diesen Umsetzungsprozess beginnen würden. Geht das gleiche auch für die Pilze, das heißt fernab von der Natur. Diese Konservierungsstoffe machen ja nicht nur Halt vor guten Bakterien, die wir wollen, oder böse Bakterien, die greifen einfach alles Leben sozusagen an und machen auch bei dir im Darmmilieu weiter. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum zum Beispiel solche Burger von McDonald's so langsam oder schwer verderben. Gifte und Konservierungsmittel werden ja auch wieder von deinem Körper über den Kot oder auch über den Urin wieder mit ausgeschieden. Und wenn du das hier wieder Kreislaufdenken der Natur hast, dann wird es ja irgendwo ins System wieder mit rausgeschieben. Vielleicht in der Katastrophe der Kläranlage oder du machst halt selbst eine Kompost-Trenntoilette. Ja. Und irgendwann oder irgendwie kommt das halt wieder in den Boden und das kann dann sein, dass die zwar inaktiv sind, die Gifte oder auch die Konservierungsstoffe, aber aufgrund der Chemikalien, die vielleicht in dem Boden bereits vorhanden sind, können sie wieder reaktiviert werden und du hast halt einen langen Kreislauf, der halt dauert, bis das ganze Zeug halt von der Natur natürlich abgebaut wird. Braucht einfach alles seine Zeit. Also werde Rohköstler, ess natürliche Sachen, die du auch am besten selbst anbaust. Meide deine innere Fäulnis durch Schleim, durch eine unnatürliche Ernährungsweise. Dieser Schleim als Stoffwechselprodukt sorgt dafür, dass du müde, krank, schlapp, antriebslos und sogar depressiv bist. Sogar körperlich und mental wirst du immer schwächer und das perfide
das mit der Zeit. Es ist ein schleichender, langsamer Prozess über Jahrzehnte, Jahrhunderte und über Generationen. Das brauchst du nicht. Strebe natürliche Gesundheit an. Das mit Hilfe der Permakultur. Tue deinem Körper und der Natur etwas Gutes. Dabei bin ich dir sehr behilflich hier mit meinen Videos, sei es zum Thema Permakultur oder auch zum Thema Gesundheit oder auch meine Angebote auf meiner Webseite, meine neu veröffentlichten Kurse oder auch mein Coaching. Ich helfe dir gerne. Okay, jetzt genug mit dem angsteinflößenden Marketing. Aber nein, im Ernst, schau gerne bei meinen Angeboten und auch bei den Videos, die ich hier mache, gerne vorbei. Und dieses Video war so eine kleine Buchzusammenfassung von Herwin Pommerlesches Humusphäre, wo halt hier nochmal die genaueren Zahlen mit dabei sind, die ganzen Quellen, auf die er sich bezieht. Einfach mal sich das Buch holen. Habe ich auch ein Literaturverzeichnis, das ist auch unten verlinkt, wo ich halt hier dieses Buch auch zu finden ist, die ich halt sehr empfehle. Ist wirklich ein wunderbares Buch, welches ich nur wärmstens empfehlen kann, damit wir jetzt hier diese Lügen, die größte Lüge sogar der Landwirtschaft, aufdecken und lösen und halt die Probleme, die wir momentan in der Landwirtschaft haben und auch zum Beispiel das Hungerproblem, ein für alle Mal lösen, denn die Natur bietet einfach so viel Vielfalt. Also klare Buchempfehlung von mir. Grundlage der Permakultur.